euch Leidl und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute ist der 8. Februar, das ist mein Geburtstag und ich nehme euch einfach einmal mit an meinen Geburtstag. Viel Spaß! Alter! Ho, ho. So, das war's jetzt mit meinem Geburtstag. Wir waren da in der Skiwoche, das war vor 3 Tagen. Heute ist Sonntag, wo das Video online kommt. Und es war recht gut. Ich habe mit allen Leuten feiern können, aus der Skiwoche. Und wir sind oft noch Skifahren gefahren das letzte Mal, dann heimgefahren. Und jetzt bin ich halt wieder daheim. Und ich will euch einfach ein bisschen erzählen, was sich an dem Geburtstag für mich geändert hat, weil es ist einer meiner wichtigsten Geburtstage, würde ich fast sagen. Mittlerweile haben wir eine neue Couch gekriegt und das ist ja eigentlich eher unwichtig, aber früher die alte Couch, kurze Einblendung, die ist oft da herumgestanden und ich bin auf der alten Couch geboren, war damals eine Hausgeburt, was ganz Besonderes. Und die haben wir vor kurzem weg da, jetzt haben wir eine neue Couch. So, und jetzt zum eigentlich wichtigsten Punkt für dem Video. Ich bin jetzt 15 geworden und habe mein erstes Handy. Und das hat den Grund, dass ich mit meinen Eltern vor 2-3 Jahren den Deal ausgemacht habe, also dass ich bis 15 kein Handy habe und dafür zahlen wir sehr oft Moped und Handy. Und jetzt bin ich halt 15 geworden, ich werde in einer oder 2 Wochen werde ich einen Moped-Führerschein machen und dann in April oft irgendwann werde ich fahren dürfen. Und im Nachhinein betrachtet muss ich sagen, hat sich das eigentlich voll ausgezahlt. Ich glaube, ich hätte mich nie so entfalten können in dem Bereich Videoschnitt und so. Weil wenn ich mir das so anschaue bei meinen Freunden, so generell in der Schule oder so, man merkt einfach immer, wenn wer ein Handy gekriegt hat, ist so die Motivation runtergegangen, so die Kreativität wird beeinflusst. Und ich meine, klar, das kann mir jetzt auch noch alles passieren. Ich hoffe, ich werde nicht ein kompletter Suchti. Ich versuch's. Jedenfalls war es das mit meinem Geburtstag, mit meinem ersten Handy und so. Und deswegen ist der Geburtstag einer meiner wichtigsten, außer in echten Geburtstag halt. Aber ja, ich hoffe, das Video hat euch unterhalten. Und dann würde ich sagen, sieht man sich beim nächsten Video. Für dich.